Hey ho, meine Lieben! Wieder zurück in der kleinen, aber feinen Weihnachtsbäckerei. Und was machen wir heute? Kokosmakaronis. Nein. Nein? Nein. Keine Kokosmakaronis, sondern Kokosmakronen. Genau, Kokosmakronen machen wir. Gibt's heute. Ja, das wird das einzige heute sein, was wir machen. Und dazu ab in die kleine, aber feine Küche. Genau. Weihnachtsbäckerei. Küche, ja. Ja. Das ist sowas um den Dreh. Attacke. Und was ich noch hinzuschmuggel? Rumaroma. Sie hat's mitgekriegt. Darf ich nicht. Dann macht sie heute alleine, ohne mich. Edge. Bitte schön, Kamera ist eingerichtet. Ein- und ausschalten kannst alleine. Tschüss. So, meine Lieben, so ist das ist die kleine feine Übersicht. Wir brauchen 4 Eiweiße, Backobladen, Vanillezucker, Kokosflocken und Zucker. Und wir trennen erstmal die Eier, dass wir 4 Eiweiße haben. Und dann sehen wir uns wieder. Nächsten Schritt. So, meine Lieben, Eiweiß habe ich getrennt. Und jetzt machen wir das Eiweiß in die Schüssel. Eine Prise Salz steht da. So. Das Eiweiß jetzt steif schlagen. Und nach den Zucker und Vanillezucker dabei eindrieseln lassen. Das sehen wir dann, wenn es dann fertig ist, sonst wird es halt so laut. So, das Eiweiß, Zucker und Vanillezucker habe ich jetzt ein bisschen steif geschlagen. Jetzt kommen dann die Kokosflocken jetzt dazu, 200 Gramm. Ganz leicht untergehoben in der Masse. So, fertig. 24 Obladen habe ich jetzt schon hier drauf gemacht. Das wird jetzt die Masse auf den Obladen gehen und dann wird es in den Kühlschrank. Nicht in den Kühlschrank. Nein. Nein. Kommst dann halt in den Backofen rein. Auf. 170. Für 10 bis 12 Minuten geht es dann in den Backofen. Aber wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich einen Spritzbeutel mir genommen. Mache jetzt auf jeden Obladen die Kokosmasse drauf. Komm her, mein Schatz. Geht gerade nicht. Ich komme gleich. Ja. Sie wünschen. Und wie finden Sie das Kunstwerk? Ja, darf ich mal einen zum Spritzen probieren? Aber dann reicht wahrscheinlich die Masse nicht. Also ich habe das auch noch nie so gemacht. Ich probiere jetzt einfach mal. Oh, ist das eine zähe Pampe. Wieso ist die... Du darfst es selber machen. Machst du sehr schön, machst du perfekt. Ich will es gar nicht machen. Ah, so machst du das. Wissen wir es hier drauf, hä? Ja, halt, klatsch doch einfach drauf. Muss halt ein bisschen mit Druck. Ich habe mir zwar so einen Spritzbeutel oder diesen Spritzbeutel mal gekauft, aber ich habe das Ding auch noch nie verwendet. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Schon gar nicht mit so einem zähen Zeug. Du machst es perfekt. So machen wir es mit allen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir fertig sind.
alle fertig, außer diese beiden sind noch nicht, die müssen noch hier aufs Blech drauf. Und dann kommen sie mit bei 170 für 20 Minuten in den Backofen. Dann sehen wir uns wieder, wenn sie fertig sind. Ja. Ja. Sieht schön aus. Das ist jetzt seine Kokosmakronis. Und wieso liegt hier noch eins ungebacken? Weil sie nicht mehr drauf gepasst hat. So, 10 Minuten haben sie jetzt gebraucht. Im Backofen. Das lege ich jetzt einfach so im Backofen, ne? Ja, kannst du machen. 10 Minuten. Vielleicht wird es ja noch fertig. Lass mal sie abkühlen. Richtig. Gut. Aber sind schön aus. Jo. So, meine Lieben, ich habe jetzt beschlossen, ich mache noch schnelle Plätzchen mit Marzipan. Nach diesem Rezept hier vom Rewe ist es. Und da stehen wieder Mandeln drin. Und dieses Mal nehme ich nicht die blanchierten Mandeln, also die sind eigentlich schon schneeweiß, sondern jetzt kann man es sehen. Normalen gemahlene Mandeln, roh Natur belassen. Ja, da ist die Schale ein bisschen mit drin. Oder wie man so nennen will. Und die sind wesentlich dunkler. Gut, was brauchen wir alles hier unten? Zutaten hierfür: Puderzucker, Mandeln, nehme ich jetzt die naturbelassenen. Eigentlich hätten wir nachher für den Belag auch noch gehackte Mandeln gebraucht. Da nehme ich jetzt dann einfach auch die gemahlenen. Ich hole jetzt nicht weg, einen Teelöffel Mandeln, nochmal welche. Mehl, ein bisschen Zimt, Marzipan, Amaretto und da Eigelb. Das steht da hinten. Da nehme ich mir nachher einfach eins von den getrennten Eiern. Ja, und ich mische jetzt erst einmal meinen Teig zusammen. 100 Gramm Mehl. Jupp, genau 100 Gramm. Wir brauchen hiervon 100 Gramm. Dann können wir auf 200 gehen. 10 Gramm noch. 7 Gramm noch. Jupp. 200 Gramm, dann 75 Gramm Puderzucker, ich auf 275, dann komm halt raus, du Zeug. 275, Puderzucker, machen Sie mal nehmen. Ein Teelöffel Zimt. Also das ist auf alle Fälle eine genauere Angabe als in dem euren Rezept. Bei den Zimtsternen ist er definitiv mehr. Mache ich das Ding hier drin oder? Nö, ich hole mir die Küchenmaschine. So. Tun wir das Zeug alles hier rein. Und wer Rezepte nicht gescheit liest, der wird bestraft. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank noch mal nachgelesen. Also hier kommt jetzt auch noch mal ein Ei rein. Und dann brauchen wir extra noch ein Eigelb. So. Jetzt wissen wir Bescheid. So. Und da es ja wieder heißt I, da ist Zimt drin. Brauche ich da keine Angst haben, dass da jemand mit ist und kann da gefährlich viel Amaretto reintun. Naja, komm. Eigentlich ein Teelöffel. Ein Esslöffel. So. Habe ich jetzt alles drin? Mit Puderzucker, Mehl, gemahlene Mandeln, Ei, Zimt, Amaretto und eine Prise Salz. Wo haben wir Salz? Da
Da haben wir Salz. Ja, da kommt eh nicht mehr raus. Kommt überhaupt noch was raus? Ja. Das war eine Prise Salz. So. 200 Gramm Marzipan-Rohmasse. Na komm, da können wir schon einschalten auf niedrigster Stufe. Und die Marzipanpampe einfach so mit reinbröseln. Wenn das Zeug nicht so kleben wird wieder an der Hand. Ist mir jetzt egal, einfach rein die Pampe. Und wenn der Teig nachher nicht geschmeidig genug ist, sag ich jetzt, hau ich einfach noch ein Amaretto rein. Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nein, mit dem Klump hier. Zerbröseln Sie die Marzipan-Rohmasse. Wer hat das scheiß Rezept geschrieben? Jetzt lasse ich das Zeug einfach zum Teig rühren. So, oderle. Und das reicht jetzt. Ich werde hier jetzt gleich nochmal mit der Hand ein bisschen nachkneten, damit es wirklich schön ineinander veräumelt ist. Aber erst räume ich hier kurz auf und dann machen wir hier weiter. Hier steht sogar schon das Eigelb. Genau, gleich geht's weiter. Ich probiere das jetzt einfach gleich einmal mit blanker Hand. Oh, der ist richtig schön klebrig. So wie man es vom Marzipan gewohnt ist. Eieieiei. Boah, das ist ja. 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 Mache ich anders. Also ich kämpfe hier mit dieser Teigpampe. Dass ich hier nach Möglichkeit alles rauskriege. Naja, habe ich ja. Die 0,5 Gramm. Weg damit. So. Und jetzt, schmier ich alles hier voll. Nehmen wir uns hier gleich ein Backblech. Ein bisschen Mehl wieder auf die Flossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf was habe ich mich wie eingelassen mit dieser Backerei? Nehmen wir uns immer ein klein bisschen was. Oder auch ein klein bisschen mehr. Also ich glaube, an den Teig hätte wohl mehr Mehl können. Dann machen wir uns Kügelchen. Setzen die hier drauf. Und eigentlich sollte man die ein bisschen platt drücken. Aber ey Leute, das Zeug bleibt ja so an der Hand kleben. Ruhe da hinten! Oh, ist das geil! Einfach ein bisschen mehr Mehl auf die Flosse, leck mir am Ärmel, das wäre ein Riesenknödel. Macht nichts. Ist mir wurscht, da habe ich weniger. Zum Batzen hier. Ja. So. Ja, und so mache ich die jetzt schnell fertig. Also, 40 Stück hätten es werden können sollen. Ich glaube, ich habe hier immer die doppelte Menge genommen. Für ein Knödel, also haben wir bloß 20 Stück.
geht schneller. Hier habe ich jetzt das Eigelb. Dann tue ich mir hier jetzt was von den Mandeln gleich rein. Ich tue das jetzt einfach mal so verquirlen. So. Dann haben wir halt keine Stückchen oben drauf, sondern die gemahlenen Dinger hier. Kann noch ein bisschen. In der Not frisst der Teufel fliegen, oder wie sagt man so schön? Man hätte auch die Eimasse zuerst drauf streichen können, das Ei, und dann die Raspeln drüber. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, wahrscheinlich sogar sinnvoller. Och Mist. Egal. Machen wir es halt so. Sieht aus wie Senf. Wie geil. Also für die Hälfte hat es jetzt sozusagen gereicht, aber da wir ja noch genügend Eigelb übrig haben, machen wir die anderen ganz normal. So. Also es hätten jetzt normal geraspelte oder gehobelte Mandeln sein sollen. Naja. Ich hoffe, dass die jetzt im Ofen nicht verkokeln. Naja, man wird sehen. So, habe fertig. Und jetzt kommt es für 10 bis 15 Minuten auf 170 Grad Oberhitze vorgeheizt in den Backofen. Yummy! Prösterchen, Kokosmakronen probieren. Das ist der Nachzügler, den habe ich jetzt bei mir noch schnell mit fertig gebacken gehabt vorher. Mhm. Mmh. Ist er? Hm? Ging schnell. Ich hoffe, dass sie in der Dose dann auch weich bleiben und nicht aushärten. Ach doch. Weil Stein, ja. Steinhart mag ich die nicht. Mhm. Mhm. Einfach im Pack hineinschieben und trotzdem reden. Die müssen immer leicht fluffig für mich bleiben. Dann sind sie richtig. Okay. Schauen wir mal. Meine sind jetzt gerade im Backofen drin. Und schauen wir mal, ob die was werden. So, Leute. Aufgrund der Dicke habe ich mich jetzt entschlossen gehabt, nicht nur 15 Minuten, sondern 18 Minuten es drin zu lassen. Riecht das Blech lecker. Lecker, 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 lecker. So. So, Freunde, die lassen wir jetzt auskühlen und dann werden wir auch ein Probierle von denen machen. Mal gucken, ob die Zähne heil bleiben. So, Freunde, geteiltes Keks ist halbes Keks. Und jetzt probieren wir mal das Marzipanteil. Vom Alkohol schmeckt man gar nichts mehr.
ist halt ein Marzipankeks. Also weich ist es. Muss auch noch reifen. Du schaust so kritisch. Also schlecht schmeckt es nicht. Nein. Ein bisschen Marzipan schmecke ich auch aus. Mhm. Marzipankeks. Ja. Hm? Gut. Hm. Und das war's für heute. Jetzt haben wir doch 2 Stück gemacht. Jede eine Sorte. Und gibt's morgen nochmal was? Ja. Oh mein Gott, wer soll das alles essen? Naja, in dem Sinne sage ich mal Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Weihnachtsdings da.